Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete! Es wurde Zeit, Zeit für eine Überarbeitung des Bestattungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt, denn seit nun fast 20 Jahren wurde das Gesetz im Großen und Ganzen nicht angefasst. Die Gesellschaft ändert sich und mit ihr ändern sich auch Trauerkulturen. Und deswegen macht das eine solche Gesetzesreform unabdingbar. Uns als Freie Demokraten ist bewusst, dass dieses Thema natürlich sehr emotional diskutiert wird und wir uns deswegen auch politisch mit viel Fingerspitzengefühl dem Ganzen annehmen müssen. Anpassungen auf verschiedenen Ebenen sind allerdings angebracht. Doch was soll überhaupt in dem vorliegenden Gesetzentwurf überarbeitet werden? Zunächst haben wir die interkulturelle Öffnung im Fokus, welche mithilfe der Verpflichtung zur zweiten Leichenschau sowie der Lockerung der Sargpflicht einhergeht. Das wollen wir als Freie Demokraten auch ganz klar begrüßen. Auch das Thema Sternkinder wird innerhalb der Gesetzesänderungen angesprochen und dort wird nachgebessert. Ich selbst habe dazu mit unterschiedlichen Vereinen auch bereits gesprochen, die dem auch sehr positiv gegenüberstehen. Gerade der Umgang mit so einem so hoch emotionalisierten Thema dieser Art besitzt hohe Relevanz und deswegen muss es auch Regelungen innerhalb des Bestattungsgesetzes geben. Für uns als Freie Demokraten ist aber ganz wichtig, Selbstbestimmung endet nicht mit dem Tod. Deswegen ist es uns wichtig, auch das Thema Freiheit im Bestattungsgesetz mit zu verankern. Am Ende ist es so, dass auch Menschen nach dem Tod entscheiden oder während ihres Lebens entscheiden sollen, was am Ende mit ihren sterblichen Überresten passiert. Als Staat sollten wir da nicht zu enge Vorgaben machen, sondern sollten wir uns gut überlegen, was ist für uns im Rahmen, was ist angemessen und was sollten die Menschen auch selbst entscheiden dürfen. Die Totenruhe sollte jede Person frei nach eigenen Wünschen überlassen werden. Dem angekündigten Änderung stehen wir insgesamt positiv gegenüber, gerade eben im Bereich der Lockerungen, die ich auch bereits angesprochen habe. Es gibt aber verschiedene andere Aspekte, über die werden wir noch diskutieren, ausführlich diskutieren, auch im Rahmen einer umfangreichen Anhörung, die wir im Sozialausschuss führen werden. Wir werden der Überweisung zustimmen und ich denke, wir können uns da die notwendige Zeit nehmen, uns mit diesem emotionalen Thema auseinanderzusetzen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.